In dem Video werde ich jetzt drei Werkstücke machen. Nämlich einerseits einmal einen Würfel, damit man sieht, wie ich das mit den Augen mache. Andererseits so ein Teelicht, Laterndl. Und drittens zeige ich das mit diesen Einteilern. Dazu starte ich mal die Bildschirmaufnahme. Okay. Der nimmt anscheinend schon auf. So. Inkscape ist ja nichts Neues. Ich fange mal mit dem Würfel an. Erweiterungen, Laser Tools, Typed Box Maker, Millimeter, Außenmaße. Der Würfel soll jetzt haben, sagen wir mal, 5 cm, 6 cm, ungefähr. 6 cm, das kommt hin. Machen wir 60 mm. 60, 60, 60. Das lassen wir, das lassen wir, das lassen wir. Die Materialstärke ist genau, fully enclosed. Space between parts, passt, anwenden. Und schon habe ich da meine 6 Würfelflächen. Steuerung G. Steuerung G. Steuerung G. Steuerung G. Steuerung G. Also, wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, dann habe ich da jetzt. Na, schau. Falsch. Ich brauche nämlich nur den da. Steuerung G. Ja, und da sollte ich vielleicht das Teil da mitnehmen. Steuerung G. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Passt. 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 So, ich nehme die drei Seiten. Leg's mal da unten hin. Und man muss sich dann schon überlegen, was da was ist. Weil wenn man genau schaut, dann haben wir da unterschiedliche Flächen. Die da haben wir Außenkante. Die da haben da sowas Längliches. Und die da haben die Ecken. Und das sind jeweils gegenüberliegende Seiten. Und wir wissen ja, gegenüberliegende Seiten beim Würfel, deren Augensumme ergibt 7. Dann mache ich mir jetzt einfach einmal einen Kreis. Die Größe passt schon. Den stelle ich mir da her. Steuerung C und V. Und V. Und jetzt die drei da. Steuerung C, Steuerung V. Tja, ich glaube, da brauche ich nur eine dritte. Die da mal ein bisschen rum. Da in der Mitte Steuerung V. So, und jetzt fängt dann die Spielerei an, gell? Ich muss mir die mal anpassen. D3 tun wir ein bisschen nach links. Und D3 habe ich jetzt nicht alle. Den noch dazu. Die tun wir ein bisschen nach rechts. Und dann nehmen wir unser Menü fürs Anordnen. Objekt ausrichten und verteilen. Also ich möchte sie mal senkrecht übereinander haben. Dann habe ich das da geschafft. Das mache ich auch bei denen. Das da geschafft. Und bei denen, das hat er geschafft, jetzt sind sie alle übereinander. Wenn ich das horizontal A haben möchte, kann ich mich da auch so spielen. Ja, sonst hole ich es mal halt einzeln. So.
Kriege ich das jetzt zusammen? Wenn ich die gleichmäßig verteilen möchte? Ja, natürlich nicht. Ich muss also D3 da gruppieren. D3 gruppieren und D3 gruppieren. Weil dann kann ich es nämlich so hernehmen und vertikal einfach gleichmäßig aufteilen. Dann markiere ich es mal wieder. Gruppierung aufheben. Und jetzt müssen wir das in die andere Richtung auch nochmal machen. Steuerung G. Steuerung G. Steuerung G. Alle drei auswählen und so aufteilen. Passt. Und wenn ich es jetzt nehme, Gruppierung wieder aufheben und alle zusammen gruppieren. So, dann kann ich nämlich das ganze Teil nehmen. Waagrecht, senkrecht. So, jetzt sind sie in der Mitte. Das werde ich nachher bei den anderen auch machen. So, da tun wir wieder die Gruppierung aufheben. Und die ganzen da, Steuerung C, Steuerung V, Steuerung V, so, jetzt habe ich es mal überall reinkopiert. Die werde ich halt jetzt da so und so einrichten. Das geht eigentlich ganz gut. Ich will jetzt da oben schon wieder aufkommen. Gruppierung aufheben. Gruppierung aufheben. So, dann haben wir die da noch. Oh, das war jetzt eine schlechte Idee. Zuerst sollte ich sie gruppieren. Und dann geht es einmal so und einmal so. Was habe ich denn jetzt angestellt? Ah, da habe ich das dabei. Das will ich natürlich nicht. Diesen da. Gruppieren und dann das nächste dazu nehmen und dann ausrichten. Und das und dann die Gruppierung gleich wieder aufheben. So. Und das letzte. Wieder nur die inneren. Das nehmen wir dazu. So und so. Und Gruppierung aufheben. Passt. Und jetzt kann ich mir das überlegen. Boden und Deckel zusammen ergeben 7. Da mache ich da den 1er und jetzt lösche ich einfach die restlichen da weg. Und da sind es mit denen. Dann nehmen wir da links und rechts, dann nehmen wir halt 5. Und der zweite Teil ist der 2. Und dann fehlt mir da jetzt noch der 4er. Und der 3er. So leicht ist das gegangen. Jetzt habe ich noch gar keine Ahnung, wie lange ich da gebraucht habe. Speichern? Na, jetzt sind wir noch nicht fertig.
Alles markieren. Dann haben wir da noch gehabt Füllung und Kontur. Wie immer keine Füllung, Farbe der Kontur. Nehmen wir jetzt nicht grün, sondern das soll ja alles ausgeschnitten werden, rot. Und beim Muster machen wir wieder die Pixel mit 0,3. Fertig ist es. Und schon kann ich den Würfel ausdrucken. Ich glaube, das Laternl mache ich in einer eigenen Datei. Datei, speichern unter. Und den nehmen wir nachher digitale Welt, Ordner anlegen, Laser Cutter. Und da, das nennen wir Cube. Fertig. Gut, das war das eine Video und jetzt kommt dann gleich ein neues. Da, stopp.